Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. Chris, Glückwunsch zum Sieg gegen Dassendorf. Souverän gewonnen oder Arbeitssieg? Ach nee, ich glaube schon, dass es ein Arbeitssieg war. Ich glaube, uns ist allen bewusst, dass wir besser Fußball spielen können, dass wir in der ersten Halbzeit auch ein, zwei Mal uns bei Brollo bedanken können, dass wir in den Rückstand geraten. Aber man sieht das halt auch wieder in den anderen Stadien. Es ist halt eine Floskel eigentlich, aber es ist halt in der ersten Runde nicht so einfach. Und deswegen sind wir am Ende jetzt froh, dass wir gewonnen haben, eine Runde weiter sind und mal wieder dieses Siegergefühl heute mit nach Hause nehmen. Sascha, Glückwunsch. 3:0 gegen Dassendorf. Die erste Runde im DFB-Pokal und auch der erste Sieg der neuen Saison ist geschafft. Ja, natürlich sehr, sehr wichtig auch für uns. Wir sind sehr froh darüber. Also wir haben es uns sehr schwer gemacht. Sind hinten drin gestanden, wie wir es schon gewusst haben, dass sie einfach bunkern werden. Der letzte Pass hat ein bisschen gefehlt. Erste Halbzeit, aber zweite Halbzeit haben wir es natürlich besser gemacht. Und für unser Selbstvertrauen war es natürlich sehr wichtig. Gerade in der ersten Halbzeit war das eine sehr zähe Partie. Dassendorf hat ziemlich Beton angemischt hinten, stand ziemlich tief. Wie froh war die dann, dass dann das erste Tor gefallen ist, noch vor der Halbzeit? Ja, sehr, sehr, sehr froh waren wir. Wir haben schon ein bisschen gemerkt, die Unruhe war im Stadion schon wieder da. Wir wurden auch ein bisschen nervös. Ist klar nach den letzten zwei Spielen, dass wir dann nicht mit so viel Selbstvertrauen auftreten. Aber ich glaube, jetzt haben wir uns wieder zurückgearbeitet, das Selbstvertrauen, auch die Stimmung mit den Fans zusammen war heute wieder dann am Schluss da. Und das tut natürlich sehr gut. Ja, wir wussten, was davon zukommt und wir haben versucht, mit aller Macht dadurch auch zu spielen und es ist uns dann auch einmal gut gelungen in der ersten Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit haben wir dann versucht, das fortzusetzen und erfolgreich. Ja, ich glaube, es ist einfach heutzutage so, dass fast alle Mannschaften gut verteidigen können. Die verteidigen 30, 35 Meter vom eigenen Tor mit 11 Leuten und dann ist es nicht nur für uns schwierig, zu Chancen zu kommen. Deswegen war es natürlich schön und wichtig, dass wir vor der Halbzeit nochmal treffen. Und so natürlich die auch ein kleines bisschen rauslocken, weil sie in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen mehr machen mussten, logischerweise. Und das hat uns natürlich auch in die Karten gespielt. Etwas besser ging es dann in der zweiten Halbzeit, weil Dassendorf eben aufmachen musste. Ihr hattet mehr Räume und dann eben auch mehr Chancen. Ja, genau. Wir sind in der ersten Halbzeit zu 5, 6 auf einer Linie drin gestanden. Da ist es immer schwer. Egal, wer der Gegner ist, wenn sie gut defensiv stehen, tun wir uns natürlich schwer. Der letzte Pass hat oft gefehlt. Vielleicht auch ein bisschen mangelndes Selbstvertrauen bei uns in der Mannschaft, was aber ganz klar ist nach den letzten zwei Spielen. Aber ja, jetzt hat es geklappt zum Glück und ich glaube, dass wir nächste Woche mit einem besseren Selbstvertrauen auftreten werden und dann auch wieder unser Spiel aufsetzen können. Ja, wie gesagt, ich glaube, das war für jeden erstmal wichtig, der heute getroffen hat, auch ein bisschen Selbstvertrauen zu kriegen. Für uns als Mannschaft war es wichtig, dass wir mal wieder ein Spiel gewinnen, egal gegen wen, egal wie. Wir haben gewonnen, wir können dann mal nach Hause fahren und sagen, wir müssen uns Gedanken machen, warum und weshalb es nicht geklappt hat. Deswegen sind wir froh, dass das heute geklappt hat. Beschreib mal bitte das Gefühl vor dem Spiel, wenn man mal die letzten beiden Spiele betrachtet, den medialen Druck, dass ihr heute unbedingt gewinnen musstet. Wie seid ihr als Mannschaft damit umgegangen? Wir waren alle sehr fokussiert bei uns in der Mannschaft. Und das hat man auch schon davor die Tage beim Training gesehen, dass alle wussten, was jetzt auf uns zukommt. Und wir waren bereit für den Kampf und wir sind froh, jetzt weiter zu sein. Ja, trotzdem mit dem Trainer haben wir die Stimmung gut hochgehalten die Woche, finde ich. Wir haben gut trainiert, hart trainiert, wie immer. Eigentlich, da kann man uns nichts vorwerfen, wie wir trainieren. Natürlich ist Training am Match ganz was anderes. Man hat schon gemerkt, ein bisschen Lässigkeit will ich jetzt nicht sagen, aber ein bisschen der letzte Pass oder ein bisschen Genauigkeit hat gefehlt. Aber was auch verständlich ist mit unseren letzten zwei Spielen. Aber ich glaube, endlich haben wir unseren Sieg, endlich haben wir mit den Fans ein bisschen feiern können und das tut natürlich sehr gut. Und ich hoffe, dass wir es in die nächste Woche mitnehmen. Ja, wir haben natürlich probiert, uns auf das zu fokussieren, was wir beeinflussen können. Das ist das Spiel, Leute. Aber man braucht nicht drüber nachdenken, vor allem mit der Erfahrung auch aus dem letzten Jahr, dass du heute wahrscheinlich schon ein bisschen nervöser warst als vor einem normalen Zweitligaspiel, weil du ganz genau wusstest, dass du dich eigentlich nur blamieren kannst. So, und deswegen sind wir froh, dass wir es jetzt geschafft haben, gewonnen haben und jetzt mal mit einem guten Gefühl nach Hause fahren. Jetzt kann Heidenheim kommen nächste Woche. Ja, wir wissen, dass wir besser spielen müssen nächste Woche. Wir wissen, dass wir ein bisschen arbeiten müssen noch. Aber wie gesagt, ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen. Wir haben eine gute Truppe beisammen. Und dann hoffe ich, dass wir das nächste Woche auf dem Platz zeigen. Alles Gute, vielen Dank. Bis dann. Ciao.